kannst du einen Ball zurückspielen, den ich dir in diese unangenehme Zone spiele? Und die Antwort lautet, nein, kann ich nicht. Ja, dann spiele ich dir den Ball noch 1000 Mal dahin, bis ich das Match gewonnen habe. Ist doch ganz klar. Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video will ich dir zeigen, welche Zone du anspielen musst, damit dein Gegner endlos verzweifelt. Also, bleib dran. Wenn dich das Thema Tennis online lernen, Tennis verbessern interessiert und du Stück für Stück der beste Tennisspieler werden willst, der in dir steckt, dann abonnier mal den Kanal und aktiviere das Glöckchen, damit du nichts mehr verpasst. Und nun zum Geheimnis, zur sagenumwobenen Zone, die du anspielen musst, damit dein Gegner wirklich ausrastet, wenn du sie penetrierst. Und zwar rede ich von diesem Bereich hier. Das ist der Bereich, den kein Tennisspieler auf dieser Welt mag. Denn wo befinden wir uns denn grundsätzlich erstmal am liebsten und wo fühlen wir uns alle am wohlsten? Das ist wohl zum größten Teil die Grundlinie. Ja? Wir spielen alle lieber stundenlang von der Grundlinie, als erstmal ans Netz zu müssen. Das ist erstmal grundsätzlich so. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber die meisten würden eher sagen, dass sie sich am Netz nicht so wohl fühlen und dass sie eher von der Grundlinie versuchen, den Gegner zu besiegen. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass mein Gegner mal einen kurzen Ball spielt, dann gibt es einen Bereich, der wirklich tödlich ist. Ja? Und zwar ist das dieser Bereich hier, hier vorne, T-Linien-Nähe, Rückhand, flach. Das ist der schlimmste Ball, den man kriegen kann im Tennis, denn Bälle, die hier flach auf die Rückhand kommen, die muss ich gezwungenermaßen erstmal anheben. Und wo spiele ich sie denn hin? Ich komme ja aus der Vorwärtsbewegung, das heißt, ich laufe ran an den Ball und ich muss erstmal gucken, dass ich diesen kurzen Ball irgendwie entschärfe. Und dass ich ihn nicht nur entschärfe, sondern ihn vielleicht so spiele, dass der Gegner mir den nächsten nicht gleich um die Ohren hauen kann. Wenn jetzt also der Gegner hier einen kurzen, flachen Slice auch noch hinspielt, dann muss ich hier runter und muss entweder versuchen, Longline oder Cross, zack, schon mache ich einen Fehler, irgendwie zu antworten. Deswegen ist dieser Bereich hier besonders eklig für jeden Tennisspieler, für jeden. Klar, bei den Profis, die gehen ran und dann hauen die den teilweise rein. Das sieht unfassbar geil aus und dann denkt man sich, boah. Ja, aber auch für die sind diese Bälle schwer. Für die sind diese Bälle nicht selbstverständlich. Die üben die natürlich bis zum Erbrechen. Aber am Ende des Tages ist auch für diese Spieler so ein kurzer Slice, kurz Cross auf die Rückhand, ein sehr, sehr unangenehmer Ball. Die können die nur besser handeln als ich oder wir oder überhaupt der Durchschnittstennisspieler. Für dich ist nur wichtig zu wissen, dass diese Zone ist tödlich. Ja, wenn du es schaffen kannst, einen flachen, kurzen Slice hier hinzuspielen, auf die Rückhandseite des Gegners, sodass er gezwungen ist, ranzulaufen und hier irgendwie einen abgebrochenen Ball zu spielen, dann kannst du dich nämlich mit dem nächsten Ball in die Position bringen, mit deiner starken Vorhand den nächsten Ball vielleicht gleich zu killen. Ja, also du spielst hier den kurzen Slice hin, zack, kurz Cross, der Gegner rennt ran, stolpert das Ding irgendwie rein, geht vielleicht ans Netz, weil er nicht anders kann, weil der Ball so schön kurz war. Und dann kannst du einen einfachen Passierball spielen oder einen einfachen Lob. Oder dein Gegner rennt wieder zurück, aber schafft es nicht, das gesamte Feld abzudecken. Dann spielst du ihn in die freie Ecke. Also merk dir bitte, das ist die Todeszone für jeden Tennisspieler, am besten natürlich mit einem flachen Slice angespielt. Wenn du es aber nicht schaffst mit einem flachen Slice, ist nicht schlimm. Denn selbst wenn du den Ball so spielst in diese Ecke, muss erstmal jemand kommen und den Ball töten. Natürlich, je besser ein Spieler wird und je höher du den Ball dorthin spielst, desto leichter wird es für ihn sein, den Ball mit der Rückhand Longline zu töten oder mit einem Kurz-Cross-Stopp zu antworten. Er wird ihn sehr wahrscheinlich sinnvoll verwerten können. Aber, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns in einer Spielstärke befinden, wo die Leute A, überhaupt nicht gerne ans Netz gehen und B, wo es den Leuten schwerfällt, hohe Bälle zu töten, dann ist dieses Feld trotzdem sehr tödlich. Denn kein Freizeitspieler, kein Vereinsspieler geht gerne an solche Bälle ran und geht da unnötiges Risiko ein. Das ist eher selten der Fall. Deswegen spiel diese Stelle ruhig auch mal im Freizeitbereich, wenn du dich da befindest, spiel die mal an und schau mal, was sich da ergibt. Und du wirst feststellen, wie viele Freipunkte du dadurch machen wirst, weil dein Gegner einfach nicht weiß, was er damit anfangen soll. Er wird Schwierigkeiten haben zu entscheiden. Gehe ich ans Netz?
gehe ich danach wieder zurück? Spiele ich einen Slice? Kann ich überhaupt einen Slice? Versuche ich einen Topspin-Winner zu spielen? Spiele ich Cross? Allein diese Entscheidung wird ihn so durcheinander bringen, dass dieser Ball meistens schon ausreicht, wenn er nicht als gestochener flacher Slice gespielt wird. Gerade auch bei Kids, ja, eine sehr, sehr gemeine Zone, weil die da von da auch nicht genau wissen, was sie machen sollen. Sie sind gezwungen, mehr Risiko zu gehen an der Stelle, wenn da so ein hoher Ball kommt, und fangen dann an, viele Fehler zu machen. Also gerade auch im Kids-Bereich ist diese Zone wirklich sehr unangenehm. Ich sage meinen Schülern immer wieder, spielt diese Zone ruhig mal an und versucht mal rauszufinden, ob der Gegner damit arbeiten kann. Wenn der Gegner wirklich, wenn er gut ist, dann wird er Bälle, die nicht sehr flach sind, wird er verarbeiten können. Dann lass es mal lieber. Aber wenn du feststellst, dass die damit Probleme haben, weil die ihr Leben lang geübt haben, hinter der Grundlinie zu stehen und den Ball reinzuprügeln und auf einmal gezwungen sind, in diese Zone zu kommen, und die geben dir Freipunkte, dann spielst du den Ball eben noch 10-mal weiter an. Ja, also es ist, wie ich sage ja immer, also wenn du stellst Fragen als Tennisspieler, du spielst bestimmte Zonen an, und wenn du feststellst, er kann diese Frage nicht beantworten, dann stelle ich die Frage so lange, bis er sie beantworten kann, und stelle danach andere Fragen, die er dann wieder nicht beantworten kann. Darum geht's doch. Und wenn die Frage lautet, kannst du einen Ball zurückspielen, den ich dir in diese unangenehme Zone spiele, und die Antwort lautet, nein, kann ich nicht, ja, dann spiele ich dir den Ball noch 1000-mal dahin, bis ich das Match gewonnen habe. Ist doch ganz klar. Ja, das macht doch ein Rafa Nadal nicht anders, wenn der mit seiner Links in der Vorhand stundenlang Topspin auf Rückhand spielt. Ja, die Frage kann seit 40 Jahren keiner beantworten, und deswegen ist er ja auch einer der krassesten Tennisspieler aller Zeiten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen taktisch weiterhelfen, dass du mal versuchst, aus deinen Mustern, die du sonst vielleicht so hast, auszubrechen und versuchst, diese Zone anzuspielen. Denn du wirst merken, das wird viele Freipunkte geben. Und darum geht's doch. Du willst doch Gratispunkte mitnehmen. Du willst doch nicht viel für deine Punkte arbeiten müssen im Match. Und du willst sie gratis mitnehmen, gratis Geschenke, nehmen wir gerne alle. Deswegen spiel die Zone an, und du wirst sehen, du wirst mehr Matches gewinnen und mehr Erfolg auf dem Platz haben. Das war's von mir, alles Gute, bis zum nächsten Mal, und vergiss nicht, das Video zu teilen, zu kommentieren, zu liken, zu abonnieren. Du weißt Bescheid, bis zum nächsten Mal, Markus von Mein Tennis Game.